Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal mit dem nagelneuen NIO ET5. So sieht der Schlüssel aus, weiß, drei Tasten, verriegeln, entriegeln, Kofferraum öffnen, hinten drauf ist dann nochmal das NIO-Logo und ansonsten ist der sehr, sehr schön schlicht und bildet nicht so eine dicke, unangenehme Beule in der Hosentasche. Der Testwagen trägt die Farbe Airspace Blue. Der ET5 lässt sich nur in der gezeigten Version bestellen. Es gibt keine klassischen Ausstattungslinien, lediglich die Felgen, die farbigen Bremssättel und 5 Außenfarben sind aufpreispflichtig. Unter dem Blechkleid der Mittelklasse-Limousine stecken 2 Elektromotoren mit einer Systemleistung von 360 kW, also 489 PS und einem Drehmoment von 700 Newtonmetern. Die Kraftentfaltung erfolgt an alle 4 Räder über 2 Elektromotoren. Den 0-100-Sprint meistert der ET5 damit in 4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt mittels Einganggautomatik. NIO gibt den NIO ET5 mit einem WLTP-Verbrauch von 20,5 bis 18,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 0 Gramm pro Kilometer an. Den NIO ET5 wird es in Deutschland mit 2 unterschiedlich großen Batterien geben, also genauso wie den ET7, einmal mit 75 Kilowattstunden. Damit schafft das Auto laut WLTP 456 Kilometer, lädt mit maximal 140 kW am Schnelllader und braucht von 10% auf 80% 30 Minuten. Maximale Ladeleistung, wenn man nicht am Schnelllader ist, sind 11 kW an der Wallbox. Finde ich ein bisschen schade, dass es keine 22 kW gibt. Es gibt noch eine größere Batterie, 100 Kilowattstunden. Dann verspricht NIO laut WLTP 590 Kilometer, kann dann aber auch nur noch mit 125 kW laden. Und 10% auf 80% brauchen dann hier 40 Minuten. Und auch bei der 100 Kilowattstunden Version, die wir heute fahren, gehen maximal 11 kW an der Wallbox. Wenn du dir statt einem nagelneuen Elektroraumschiff lieber einen Gebrauchtwagen zulegen willst, dann geh beim Gebrauchtwagenkauf immer auf Nummer sicher mit der Hilfe von CarVertical. Einfach den Link in der Beschreibung benutzen, Fahrzeugidentifikationsnummer deines Wunschautos eingeben und schon bekommst du einen Damage Report. Hier siehst du, wo das Auto zugelassen war, wie viele Vorbesitzer es hatte, ob der angezeigte Kilometerstand wirklich stimmt und ob es irgendwelche Unfallschäden gibt, von denen dir der Verkäufer nichts erzählt hat. Zum Ausprobieren gibt's für dich als Asphaltart-Zuschauer sogar noch 10% Rabatt. Einfach den Code Asphaltart nutzen, Geld sparen und diesen Kanal unterstützen. Also vielen Dank fürs Werbungsschauen. Der ET5 ist 4,79 Meter lang, 1,50 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,89 Meter. Der NIO ET5 steht immer auf 19 Zoll Alufelgen, 20 Zoll Räder sind gegen Aufpreis erhältlich. Vorn und hinten bremst er mit Brembo-Scheibenbremsen. Die Außenspiegel sind in Wagenfarbe gehalten und elektrisch verstellanklapp- und beheizbar. Sowohl vorn als auch hinten verfügt der ET5 über Keyless Entry, bei dem sich die Türen entriegeln, wenn man den Türgriff anfasst. Außerdem sind alle 4 Türen mit Softclose ausgestattet. Den ET5 gibt es ausschließlich in der gezeigten Form der Limousine. Die Rückleuchten sind vollständig in LED-Technik gehalten, verfügen über eine dynamische Blinklichtanzeige und werden beim Ver- und Entriegeln animiert. In den Kofferraum vom 2023er NIO ET5 mit 100 Kilowattstunden Batterie passen 386 Liter. Ein Wert mit umgeklappter Rückbank steht noch nicht zur Verfügung. Die maximale Zuladung beträgt 530 Kilo, die optionale Anhängerkupplung hat eine Stützlast von 75 Kilo, die maximale Anhängelast für gebremst Anhänger beträgt 1,4 Tonnen, für ungebremste Anhänger 750 Kilo. Das Highlight am Exterieur ist für mich das Heck, dieses durchgezogene Lichtband und dann dieser Entenbürzel, der hier hinten hochkommt. Das erinnert mich irgendwie an so eine Kombination aus Porsche Taycan und Aston Martin Vantage in einer neuen Interpretation. Ich finde, das ist wirklich sehr gut gelungen. Den Innenraum kann man in 4 verschiedenen Farben bestellen. Sand, Onyx Black, Cool Grey und Vetiver. Das Armaturenbrett besteht aus einem weichen Werkstoff, den NIO Haptex nennt. Im restlichen Innenraum sehen wir überwiegend hochwertige Materialien. Der gesamte Innenraum verzichtet auf tierische Produkte. Die Sitze sind mit Kunstleder bezogen. Der ergonomische Fahrersitz und der Beifahrersitz sind voll elektrisch einstellbar. Eine 3-stufige Sitzheizung wie auch Sitzbelüftung stehen auf beiden Vordersitzen zur Verfügung. Die Vordersitze bieten zusätzlich eine Massagefunktion mit mehreren verschiedenen Massageprogrammen. Im ET5 kommt ein mit Kunstleder bezogenes und beheizbares Multifunktionslenkrad zum Einsatz. Auf dem Lenkrad befinden sich links Schaltflächen für die Bedienung der Assistenten und rechts für die Mediensteuerung. Der ET5 verfügt immer über ein volldigitales 10,5 Zoll großes HDR-Cockpit. Über den zentralen 12,3 Zoll großen 4K-Touchscreen lassen sich alle sonstigen Funktionen wie Navigation, die Klimaanlage, Soundeinstellungen oder
die 360-Grad-Kamera steuern. Das serienmäßige Premium-Soundsystem mit Dolby Atmos im Fahrzeug genügt gehobenen Ansprüchen. Die Klimaautomatik verfügt über zwei Klimazonen. Das Fahrzeug verfügt über einen USB-C und einen USB-A-Anschluss, ein Pad zum induktiven Laden und einen 12-Volt-Anschluss. Mein Highlight im Interieur vom NIO ET5, das ist die Mittelkonsole, denn sie besteht erstens aus einem recyclingfähigen Material, das sind Naturfasern in Verbund mit Kunststoff, und sie ist vor allem nicht hochglänzend und damit kein Fingerabdruckmagnet. Die ist so ein bisschen rau und matt, spiegelt nicht, nervt mich nicht. Und sie hat noch einen kleinen Trick im Ärmel. NIO hat vorhin bei der Pressekonferenz erzählt, naja, der Markteintritt der Marke, der war ja so mitten während Corona und hat man sich gedacht, wir spendieren dieser Mittelkonsole noch ein kleines Extra-Feature. Die ist antibakteriell beschichtet. Wie cool ist das denn? Der ET5 ist eigentlich ganz übersichtlich, es sei denn, ich gucke in den zentralen Innenspiegel, denn da ist die Sicht echt nicht so gut. Die Heckscheibe läuft so schmal zu, er sieht von außen zwar sehr schnittig aus, aber ich habe permanent den Eindruck, als ob mir hier was vom Sichtfeld fehlt, denn die untere Hälfte des Bildes ist so hochgezogen, die Hutablage ist so weit oben, dass mir schon die Scheinwerfer und der Kühlergrill von mir hinterherfahrenden Fahrzeugen abgeschnitten werden, das finde ich sehr, sehr unangenehm. Zum Fahren stehen mir hier verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Die kann ich mit einem Tastendruck wählen. Komfort, Eco, Sport, Sport Plus und Benutzer definiert. Und wenn ich jetzt hier mal von Komfort auf Sport Plus umstelle, dann sind die vollen 360 kW und 700 Newtonmetern auf allen vier Rädern da. Und dann gibt er mir auch sogar im System extra an, damit beschleunigst du in 4 Sekunden von 0 auf 100. Und wenn du dann hier so bei 80 einmal kurz Gas antippst, ja, dann hast du den Elektroauto-typischen Punch, der dir hier den Kopf gegen die Kopfstütze knallt. Da musst du deine Mitfahrer schon echt vorwarnen, aber trotzdem auch wieder NIO-typisch. Die Kraftentfaltung ist nicht ganz so brachial wie zum Beispiel im Tesla, sondern die wird so ein bisschen angerampt, sagt man dazu. Ich finde, es ist aber ein sehr, sehr schöner Kompromiss. Es ist nicht zu langsam angerammt, aber es ist eben auch nicht so, dass es dir so völlig hemmungslos den Kopf gegen die Kopfstütze hämmert. Apropos Kopfstütze, die Sitze, auf denen ich sitze, sind so immer standardmäßig im ET5 dabei. Das Einzige, was ich mir hier gegen Aufpreis konfigurieren kann, das ist Sitzbelüftung und Sitzmassage. Ich finde sie sehr bequem, sie sind vollständig elektrisch einstellbar, habt ihr schon gesehen, und ich würde sagen, sie sind auch absolut langstreckentauglich. Was ich ein bisschen unangenehm finde, das ist die Sitzposition. Elektroauto-typisch sitze ich ja auf der Batterie und sitze damit zu hoch für mein Empfinden. Ich möchte die ganze Zeit den Sitz noch tiefer stellen, das geht aber nicht. Das kann ich nur kompensieren, indem ich die Lehne weiter nach hinten schiebe. Dann sitze ich aber halt irgendwann so mit ausgestreckten Armen im Auto. Das möchte ich halt auch nicht. Das Geräuschniveau hier im ET5 ist okay. Ich hätte es mir noch etwas leiser gewünscht und in der Preisklasse 47.500 Euro plus Batterie, hier 21.000 Euro für die 100 Kilowattstunden. Da sind wir ja schon doch relativ teuer unterwegs. Selbst wenn ich die Miete, ist das im Monat ein relativ hoher Preis, würde ich es mir etwas leiser wünschen. Das Getriebe ist, na klar, ein Einganggetriebe. Es gibt also keine Fahrstufenwechsel. Das geht alles sehr, sehr sanft. Zu den Assistenzsystemen. Der ET5 kommt immer mit allem, was man sich nur wünschen kann. Die wichtigsten sind Abstandsregeltempomat, prädiktiver Tempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent und natürlich der Verkehrszeichenassistent. Und der ET5 kommt auch mit der neuesten Softwaregeneration von NIO. Das ist im Moment 1.3.1. Der ET7, den ich zuletzt gefahren bin, war noch Softwarestand 1.2. Und hier im ET5 ist bisher die Kennzeichenerkennung deutlich besser. Und auch dieses nervige Gebimmel und Gedudel, worüber ich mich im ET7 noch beschwert habe, wurde hier noch nicht ganz abgestellt, aber in Teilen abgestellt. Und das ist, wie ich finde, eine ausgesprochen löbliche Entwicklung. Ich kann hier natürlich auch per Rekuperation bremsen. Klar, der ET5 ist ja ein Elektroauto, aber ich kann mit der Rekuperation nicht bis zum Stillstand bremsen. Das finde ich schade, denn ich finde, dieses Fahren mit einem Pedal in einem Elektroauto fühlt sich immer so schön natürlich an. Gibt es hier im ET5 leider nicht. Was mir sehr gut gefällt hier im ET5, das ist der ganz allgemeine Fahrkomfort. Ich finde, hier hat NIO einen wirklich gelungenen Kompromiss gefunden zwischen ausreichend Komfort im Alltag, nichts ist poltrig, nichts fühlt sich zu straff an, und trotzdem einer ausreichenden Bissigkeit des Fahrwerks, was dieses ja doch relativ schwere und leistungsstarke Auto wirklich souverän in der Spur hält. Zum Schluss
fehlt natürlich noch das Thema Verbrauch. Ich habe jetzt hier draufstehen 22,6 Kilowattstunden. Da ist mal so ein bisschen Gas geben, Spielerei mit dabei und Autobahn und Landstraße und Stadtverkehr. Da ist ganz sicher auch noch weniger möglich. Ich schätze mal, im Alltag würde ich den ET5 ungefähr mit 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer fahren. Das ist aber nur eine Schätzung. Hier auf den Fahrveranstaltungen ist das für uns immer sehr, sehr schwierig, das wirklich ganz genau herauszufahren. Aber beim Thema Reichweite und beim Thema Laden, da hat der ET5 sowie alle NIOs natürlich noch ein Ass im Ärmel. Ich muss gar nicht unbedingt laden, sondern kann auch einfach swappen. Ich habe hier schon die Swap-Station ins Navi eingegeben. Und jetzt Achtung, ich mach nix. Das Auto parkt jetzt hier in der Swap-Station, nachdem ich mich an die korrekte Stelle, die auf dem Boden markiert ist, hingestellt habe, die dann nochmal die Kameras überprüfen, selbstständig in die Swap-Station ein. Ich soll nicht lenken, sagt Nomi, ich kann aber bremsen und das mache ich aber nicht, sondern ich lasse das Auto jetzt komplett selbstständig einparken. Wenn das Auto komplett selbstständig eingeparkt hat, ich muss auch keine Fahrstufe wechseln, dann fahren von unten Roboterarme ans Auto, schrauben an verschiedenen Punkten den Akku aus dem Unterboden raus, ziehen den nach unten weg, fahren ihn zur Seite weg, nehmen sich einen neuen Akku aus der Swapstation, fahren diesen hoch, schrauben ihn wieder fest und ich kann wieder losfahren. Das Ganze soll ungefähr 5 Minuten dauern und die Akkus, die hier aufgeladen werden, sind nicht komplett zu 100% geladen, sondern die werden möglichst... Batteriewechsel starten. Die werden möglichst schonend langsam auf zwischen 90% und 95% geladen. So, und jetzt sagt das Auto in neutral geschaltet, Fahrzeug bereit. Ich würde sagen, wir gucken, wie lange das jetzt mal dauert. Der Batteriewechsel beginnt jetzt. Es ist 14.34 Uhr. Crazy, das ganze Auto wurde angehoben. Jetzt höre ich es hier rattern und klacken drunter. Aber Nomi sagt ja schon, das kann passieren. Jetzt fährt das Auto wieder nach unten. Jetzt hat es das Auto gerade wieder angehoben. Ich vermute mal, dass jetzt gerade der neue Akku von unten reingedrückt wurde. Es ist jetzt 14.36 Uhr, sind also 2 Minuten vergangen. Ich bin gespannt, wie viel State of Charge ich gleich habe. So, 14.40 Uhr sind jetzt also insgesamt genau 6 Minuten gewesen. Eigentlich war das Auto sogar schon einen kleinen Augenblick früher fertig, aber es wollte noch nicht die Swapstation verlassen. Jetzt hat aber alles funktioniert. Das ist aber trotzdem, trotz dieser minimalen Verzögerung, viel, viel schneller gewesen, als wenn ich hier an die Ladesäule gefahren bin. Und jetzt habe ich einen State of Charge von 90% und eine erneute Reichweite von 486 Kilometern. Der neue NIO ET5 ist bereits erhältlich und zwar für 47.500 Euro. Und jetzt wird es sehr einfach für mich. Es gibt keine Ausstattungsvarianten. Das Auto kostet immer 47.500. Ihr müsst euch dann nur entscheiden, A, nehme ich 75 oder 100 Kilowattstunden in der Batterie und B, will ich die Batterie kaufen oder will ich sie mieten? Das Mieten, das ist hier auf jeden Fall die bessere Option, denn beim Mieten bekommt ihr die Möglichkeit, in die Power Swap Station zu fahren, das Killer-Feature beim Laden von NIO und dadurch, dass ihr die Batterien ja austauscht, habt ihr eigentlich immer eine Batterie, die in einem sehr guten Zustand ist. 75 Kilowattstunden kostet zusätzlich zum Kaufpreis 169 Euro im Monat und 100 Kilowattstunden kostet zusätzlich zum Kaufpreis von 47.500 Euro, um mir nochmal die Zahl zu droppen. 289 Euro im Monat. Zum Schluss noch eine Info zur Batterie. NIO sagt, sie planen zukünftig auch in Europa, dass man sagen kann, ey, ich fahre nächste Woche in Urlaub, ich brauche jetzt die große 100 Kilowattstunden Batterie und zahle dann halt einmalig mehr. Das geht im Moment noch nicht, soll aber noch kommen. Sagt mir sehr gerne eure Meinung zum neuen NIO ET5 hier direkt unten in den Kommentaren. Drückt auf den Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen, was mich ungemein freuen würde. Jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, mich zu verabschieden und ich sage wie immer, bleibt in Fahrt, euer Eckhart.